Vom frühen Morgen an bis jetzt zur Dämmerung ging ich in meinem Zimmer auf. Das Fenster war offen, es war ein warmer Tag. Der Lärm der engen Gasse trieb ununterbrochen herein. Ich kannte schon jede Kleinigkeit im Zimmer durch das Anschauen während meines Rundgangs. Alle Wände hatte ich mit den Blicken abgestreift. Im Muster des Teppichs und seinen Altersspuren war ich bis in die letzten Verzweigungen nachgegangen. Den Tisch in der Mitte hatte ich viele Male mit Fingerspannen abgemessen. Zum Bild des verstorbenen Mannes meiner Wirtin hatte ich schon die Zähne oft gefletscht. Gegen Abend trat ich zum Fenster und setzte mich auf die niedrige Brüstung. Und da blickte ich zufällig zum ersten Mal ruhig von meinem Platz in das Innere des Zimmers und zur Decke auf. Endlich begann, wenn ich mich nicht täusche, dieses so vielfach von mir erschütterte Zimmer sich zu rühren. An den Rändern der weißen, mit schwacher Gipsverzierung umzogenen Decke begann es. Kleine Mörtelstücke lösten sich los und fielen wie zufällig hier und da mit bestimmtem Schlag zu Boden. Ich streckte die Hand aus und auch in meine Hand fielen einige. Ich warf sie, ohne mich in meiner Spannung auch nur umzudrehen, über meinen Kopf hinweg in die Gasse. Bruchstellen oben hatten noch keinen Zusammenhang, aber man konnte ihn sich immerhin schon irgendwie bilden. Aber ich ließ von solchen Spielen ab, als ich jetzt in Weiß ein bläuliches Violett beizumischen begann. Es ging von dem weißbleibenden, ja geradezu weiß erstrahlenden Mittelpunkt der Decke aus, in welchen knapp oben die armselige Glühlampe eingesteckt war. Immer wieder in Stößen drängte sich die Farbe, oder war es ein Licht, gegen den sich jetzt verdunkelnden Rand hin. Man achtete gar nicht mehr auf den fallenden Mörtel, der wie unter dem Druck eines sehr genau geführten Werkzeugs absprang. Da drängten sich in das Violett von den Seiten her gelbe, goldgelbe Farben. Die Zimmerdecke färbte sich aber nicht eigentlich. Die Farben machten sie nur irgendwie durchsichtig. Über ihr schienen Dinge zu schweben, die durchbrechen wollten. Und man sah schon fast das Treiben dort in Umrissen. Ein Arm streckte sich aus. Und sie über ihren vier Füßen anbringen, und zwar zwei Ringe auf der einen und
2 auf der anderen Seite. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold machen. 2x eine halbe Elle lang und 1,5 Ellen breit. Da selbst will ich mit dir zusammenkommen und von der Deckplatte aus zwischen den 2 Cherubinen hervor, die auf der Lade des Gesetzes stehen, will ich dir alles kundtun, was ich durch dich den Israeliten befehlen will. Flammend von göttlicher Begierde. Ein Engel ist frei. So frei, dass er Feind ist der Materie. Thank you.
Azael lehrte die Menschen, Schlachtmesser, Waffen, Schilde und Brustpanzer verfertigen und zeigte ihnen die Metalle, den Gebrauch der Augenschminke und das Verschönern der Augenlider, die kostbaren und auserlesensten Steine und allerlei Färbemittel. Semyaza lehrte die Beschwörungen und das Schneiden der Wurzeln. Armaros die Lösung der Beschwörungen. Barakel das Sternschauen. KBL, die Astrologie, Ezekiel, die Wolkenkunde, Arakiel, Zeichen der Erde, Samjavel, die Zeichen der Sonne, Zeichen des Mondes. Engel sind ortsgebunden. Denn wenn sie im Himmel sind, sind sie nicht auf der Erde. Werden sie von Gott auf die Erde gesandt, bleiben sie nicht im Himmel zurück. Sie werden aber nicht begrenzt von Mauern und Türen, Riegeln und Siegeln, denn sie sind unbegrenzt. Sie erscheinen nicht so, wie sie sind, sondern so, wie die Sehenden sie sehen können. Sie besorgen unsere Angelegenheiten und helfen uns. Sehr beweglich sind sie zum Bösen, doch nicht unbeweglich. Zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tore von Sodom saß. Sobald er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich mit dem Angesicht zur Erde und sprach: Ach, ihr Herren, kehrt doch im Hause eures Knechtes ein und bleibt über Nacht und waschet eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Sie aber sprachen: Hast du noch jemand hier? Deine Söhne und Töchter?
hörte, ergriffen die Männer ihn und sein Weib und seine beiden Töchter bei der Hand. Weil der Herr ihn verschonen wollte, führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und als sie dieselben hinausgeführt hatten, sprach einer der Männer: Jakob aber zog aus von Beerseba und machte sich auf den Weg nach Haran. Da traf es sich, dass er an die heilige Stätte von Bethel kam. Und er blieb daselbst über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen der Stätte, tat ihn unter sein Haupt und legte sich an dieser Stätte schlafen. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Leiter, die auf der Erde stand und mit der Spitze an den Himmel rührte. Und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach: Thank you.
gelbe, goldgelbe Farben. Die Zimmerdecke färbte sich aber nicht eigentlich. Die Farben machten sie nur irgendwie durchsichtig. Über ihr schienen Dinge zu schweben, die durchbrechen wollten. Man sah schon fast das Treiben dort in Umrissen. Ein Arm streckte sich aus. Ein silbernes Schwert schwebte auf und ab. Es galt mir, das war kein Zweifel. Eine Erscheinung, die mich befreien sollte, bereitete sich vor. Ich sprang auf den Tisch, um alles vorzubereiten, riss die Glühlampe samt ihrem Messingstab heraus und schleuderte sie auf den Boden, sprang dann hinunter und stieß den Tisch aus der Mitte des Zimmers zur Wand hin. Das, was kommen wollte, konnte sich ruhig auf den Teppich niederlassen und mir melden, was es zu melden hatte. Kaum war ich fertig, brach die Decke wirklich auf. Noch aus großer Höhe, ich hatte sie schlecht eingeschätzt, senkte sich im Halbdunkel langsam ein Engel in bläulich-violetten Tüchern, umwickelt mit goldenen Schnüren, auf großen, weißen, seidig glänzenden Flügeln herab, das Schwert im erhobenen Arm waagerecht ausgestreckt. Also ein Engel, dachte ich. Thank you.
Noch in der Nacht stand Jakob dann auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und ging über die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie über den Fluss. Auch all seine Habe brachte er hinüber. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht zu überwältigen vermochte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Und Jakobs Hüftgelenk wurde verrenkt, als er mit ihm rang. Lass mich los, denn die Morgenröte bricht an. Sag an, wie heißt du? Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut und bin am Leben geblieben. Und als er an Pniel vorüber war, ging die Sonne auf. Er hinkte aber an der Hüfte.
machte sich Bileam am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte, weil er hinzog. Der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg, während er auf seiner Eselin dahinritt und seine zwei Diener ihn begleiteten. Als die Eselin den Engel des Herrn auf dem Weg stehen sah, das gezückte Schwert in der Hand, er wich sie vom Wege ab und ging auf dem Felde. Er schlug Bileam die Eselin, um sie wieder auf den Weg zurückzubringen. Trat der Engel des Herrn in den Hohlweg zwischen den Weinbergen, wo zu beiden Seiten eine Mauer war. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, drückte sie sich an die Wand und drückte dabei Bileams Fuß gegen die Wand. Da schlug Bileam sie abermals. Abermals ging der Engel des Herrn voraus und trat an eine besonders enge Stelle, wo man weder zur rechten noch zur linken ausweichen konnte. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich unter Bileam nieder. Da entbrannte der Zorn Bileams. Er schlug die Eselin. Herr aber tat der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich schon nun dreimal verschlagen hast? Bileam erwiderte der Eselin: Weil du dein Spiel mit mir getrieben hast, hätte ich ein Schwert zur Hand. Ich hätte dich schon umgebracht. Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, mich so gegen dich zu benehmen? Nun öffnete der Herr dem Bileam die Augen. Als er den Engel des Herrn auf dem Weg stehen sah, das gezückte Schwert in der Hand, er verneigte sich Bileam und warf sich auf sein Angesicht. Der Engel des Herrn aber sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Dein Widersacher, denn du hast die Reise überstürzt, wider meinen Willen. Die Eselin hat mich gesehen und ist dreimal gewichen. Wenn sie nicht vor mir ausgewichen wäre, so hätte ich dich umgebracht und sie am Leben gelassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt.
Denn ich wusste nicht, dass du mir auf dem Wege entgegenstandest. Nun aber, wenn die Sache dir missfällt, will ich umkehren. Der Engel des Herrn aber sprach zu Bileam: Also zog Bileam mit den Fürsten Balaks. Tobias antwortete seinem Vater: Vater, ich will alles tun, wozu du mich ermahnt hast. Aber wie werde ich das Geld einziehen können, da ich den Mann ja nicht kenne? Da gab er ihm den Schuldschein und sagte zu ihm: Suche dir einen Reisebegleiter. Ich werde ihm den Lohn zahlen, dieweil ich noch. Dann mache dich auf den Weg und hole das Geld. Tobias ging aus, einen solchen Mann zu suchen, und fand Raphael. Das war ein Engel, aber Tobias wusste es nicht. Und er fragte ihn: Könnte ich wohl mit dir nach Rage in Medien reisen? Bist du in der Gegend vertraut? Der Engel antwortete ihm: Ich will mit dir reisen, des Weges bin ich kund. Und ich habe dort früher bei unserem Landsmann Gabat Herberge gefunden. Da bat ihn Tobias: Warte auf mich, ich will das meinem Vater mitteilen. Er sagte: So geh und halte dich nicht lange auf. Er ging heim, kündete dem Vater: Siehe, ich habe einen Reisebegleiter gefunden. Der Vater sagte: Rufe ihn zu mir her, damit ich erfahre, aus welchem Stamm er ist und ob er zuverlässig genug ist, um dich auf der Reise zu begleiten. Er rief ihn herbei, jener trat ein und sie begrüßten einander. Und Tobit fragte ihn: Bruder, welchem Stamm und welcher Familie gehörst du an? Lass es mich wissen. Er antwortete: Willst du nach Stamm und Familie forschen? Oder suchst du meinen bezahlten Diener zur Begleitung deines Sohnes? Tobit antwortete:
mein Bruder. Ich möchte nur deine Herkunft und deinen Namen erfahren. Ich heiße Asaria. Der Herr hilft. Der Sohn des großen Hanania. Der Herr erbarmt sich. Einer deiner Volksgenossen. Tobit aber sprach: Sei willkommen, Bruder. Tobias und der Engel nun zogen ihre Straße. Des Abends kamen sie an den Tigrisfluss und brachten dort die Nacht zu. Als der Jüngling hinabstieg, um zu baden, schoss ein Fisch aus dem Wasser hervor und wollte ihn verschlingen. Der Engel aber rief ihm zu: Fasse den Fisch! Und der Jüngling packte ihn und schleuderte ihn ans Land. Nun sagte Raphael zu Tobias: Ich weiß, dass dein Vater die Augen auftun wird. Du musst ihm die Galle des Fisches auf die Augen streichen. Wenn sie ihn dann schmerzen, wird er sie reiben. Die weißen Flecken werden sich ablösen und er wird dich sehen. Hanna aber eilte herbei, fiel ihrem Sohn um den Hals und rief: So habe ich dich doch noch gesehen, mein Kind. Nun will ich gerne sterben. Und beide weinten. Jetzt kam auch Tobit an die Türe. Als er aber dabei strauchelte, lief ihm sein Sohn entgegen, fasste den Vater an und strich ihm die Galle die Augen, indem er sagte: Nur Mut, mein Vater! Weil ihn nun die Augen schmerzten, rieb er sie. Da schälten sich die weißen Flocken bei den Augenwinkeln ab. Er konnte seinen Sohn sehen und fiel ihm um den Hals. Und unter Tränen rief er aus: Gesegnet seist du, o Gott! Gesegnet sei dein Name Ewigkeit und gesegnet alle deine heiligen Engel. Der Engel aber sprach: Während der ganzen Zeit, da ich mich euch zeigte, habe ich weder gegessen noch getrunken, sondern ihr habt eine Erscheinung gesehen. Ich bin Raphael, einer der sieben heiligen Engel, die die Gebete der Frommen emportragen und damit vor die Herrlichkeit des Heiligen treten. Also ein Engel! Dachte ich, den ganzen Tag fliegt er auf mich zu und ich in meinem Unglauben wusste es nicht. Jetzt wird er zu mir sprechen. Ich hob meine Augen auf und sah. Da stand ein Mann.
Linnen gekleidet. In Linnen gekleidet. Und die Lenden. Und die Lenden feinem Golde von Ophir umgürtet. Sein Leib war wie Chrysolith. Sein Antlitz leuchtete wie Blitzesschein. Seine Augen brannten wie Feuerfackeln. Seine Arme und Beine funkelten wie poliertes Erz. Der Schall seiner Worte tönte wie das Tosen einer Volksmenge. Und er sprach zu mir: So mit mir redete, blickte ich zur Erde und blieb stumm. Siehe, da rührte etwas wie eine Menschenhand an meinen Lippen. Und ich konnte den Mund wieder auftun. Und er sprach zu mir: Ich will dir nun kundtun, was aufgezeichnet ist. Buche der Wahrheit. Michael mich zum Verehren drängte, sprach ich zu ihm: Weswegen drängst du mich? Ich werde den doch nicht verehren, der jünger und geringer ist als ich. Ich ward vor ihm erschaffen. Ehe er erschaffen ward, ward ich erschaffen. Er sollte mich verehren. Da sagte Michael: Verehre Gottes Ebenbild. Tust du es nicht, wird Gott, der Herr, in Zorn geraten über dich. Ich sprach: Gerät er über mich in Zorn, erhebe ich meinen Thron über die Sterne des Himmels und bin dem Höchsten gleich. Ich bin dem Höchsten gleich. Und Gott, der Herr, geriet über mich in Zorn und verbannte mich von unserer Herrlichkeit samt meinen Engeln. So wir um deinetwillen aus unseren Wohnungen in diese Welt vertrieben und verstoßen auf die Erde. Und alsbald wurden wir betrübt, weil wir so großer Herrlichkeit entkleidet waren.
solcher Freude und Wonne sehen zu müssen, betrübte uns. Mit List umgarnte ich dein Weib und brachte es dahin, dass du aus deiner Freude und Wonne vertrieben wurdest, ihretwegen, wie ich aus meiner Herrlichkeit vertrieben wurde. Ich senkte den Blick, aber als ich ihn wieder hob, war zwar noch der Engel da, hing ziemlich tief unter der Decke, die sich wieder geschlossen hatte, war aber kein lebendiger Engel, sondern nur eine bemalte Holzfigur von einem Schiffsschnabel, wie sie in Matrosenkneipen Decke hängen. Nichts weiter. Der Knauf des Schwertes war dazu eingerichtet, Kerzen zu halten und den fließenden Talg aufzunehmen. Glühlampe hatte ich heruntergerissen
Im Dunkel wollte ich nicht bleiben. Eine Kerze fand sich noch. So stieg ich also auf einen Sessel, steckte die Kerze in den Schwertknauf, zündete sie an, saß dann noch bis in die Nacht hinein unter dem schwachen Licht des Engels.